heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Jo, Freunde, was geht? Wir sind doch Freunde, oder? Und ja, bevor mich jetzt irgendjemand fragt, ich habe mir mal wieder in den Finger geschnitten, meine Freunde. Ich habe das Gefühl, dass es einfach das Beste wäre, wenn ich mir die Finger provisorisch einfach selber abtrennen würde, weil ich schneide mir ungefähr jede Woche 6-mal in irgendeinen Finger hinein. Leute, es ist wieder an der Zeit, gemeinsam auf euren Quality-Content und eure ganz lustigen Revi-Greenscreen-Memes zu reagieren. Ihr kennt ja vielleicht meine Lachanfälle. Hier ein kleiner Zusammenschnitt davon. Oh, der Zusammenschnitt war jetzt leider leer. Gut, könnte daran gelegen haben, dass ich vielleicht noch nie gelacht habe bei diesem Format, meine Freunde. Heute wird es aber anders, denn heute, Leute, haben wir die High Quality, die besten, die tollsten und die witzigsten Memes aller Zeiten bei diesem Format. An der Stelle auf jeden Fall Grüße gehen raus an Sascha Unsympathisch, InScope und Barit und Spendi, die eigentlich schon vor ungefähr 22 Minuten hier sein sollten. Es ist 12.22 Uhr und sie sind immer noch nicht hier. Danke dafür, ich wollte das Video eigentlich mit euch gemeinsam drehen. Aber so, wie sagt man so schön, meine Freunde, zu viele YouTuber sind auch scheiße. Deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach an. Thomas ist mal wieder hingegangen, ist aus seinem geflügelten Gargoyle in die Weiten des Internets gezogen, meine Freunde. Hat sich wirklich durch Wacko-Memes, Porno-Werbungen, iPhone-Gewinnspiele und alles andere durchgeklickt, um am Ende mit dieser tollen Liste hier aufzukreuzen bei mir, meine Freunde. Und ich darf euch jetzt präsentieren die besten und lustigsten Greenscreen-Memes aller Zeiten. Beginnen wir mit dem ersten Video von Alman Revi. Mein Name ist Jeff, danke dafür. Vorsichtig auf dem Gerüst, dass man hier nicht runterfällt. Bernhard, du musst hier noch die Sicherung anbringen. Aua! Hey, Püppi! Hast du vielleicht Lust, dich mal mit mir zu treffen? Ich sage sofort, nein. Digga, ich bin sofort, nein. Baby, hör auf. Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild. Thomas, der wahre Star des Kanals. An der Stelle frage ich mich einfach, Thomas, kann es sein, dass sämtliche Memes von dir bearbeitet werden und du einfach 200 Twitter-Accounts erstellt hast? Okay, ja, das war lustig. Wir haben gelacht. Machen wir mal weiter, meine Freunde. Danke dafür, Alman Revi. Hey, Püppi! Hast du vielleicht Lust, dich mal mit mir zu treffen? Das ist auf jeden Fall High Quality, meine Freunde. Viele Leute wissen es wahrscheinlich nicht, aber Katja Krasavice hat wirklich unterhalb ihrer Knie keine Unterschenkel mehr. Also die sind leider abgetrennt worden. Auch ihr Hund ist tatsächlich von dieser schlimmen Krankheit betroffen, meine Freunde. Und auch ich als vor dem Führerhaus sitzender LKW-Fahrer muss da natürlich mein Beileid sagen. Ja, gut, das war auf jeden Fall ganz gut gemacht. Da bin ich an Katja Krasavice schon beigefahren, meine Freunde. Es wird auf jeden Fall immer, immer besser. Hier, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ich bin Blitzmann, der Beschützer des Universums. Ja! Kann es sein, dass du das Video einfach schon vor 2 Monaten fertiggestellt hattest und einfach gesagt hast, ich füge jetzt da das letzte Asset rein und dann kommt es ins Video? Ja, es hat geklappt an der Stelle. Danke dafür, Rüpi. Schauen wir mal Nico Games, Digga. Nico Games, bitte, auf geht's. Hey, Püppi! Appreciate auf jeden Fall hier diesen noch immer grünen Hintergrund, den man hätte nicht rausmachen können an der Stelle. Danke dafür. Hast du vielleicht Lust, dich mal mit mir zu treffen? Was ist das denn? Fräulein, ich bin der Klempner. Ich bin hier, um ein Rohr zu verlegen. Hier ist der Schaden. Klar, da kümmere ich mich drum. Vorsichtig auf dem Gerüst, dass man hier nicht runterfällt. Bernhard, du musst hier noch die Sicherung anbringen. Leute, wie reagiert man auf sowas? Wie reagiert man auf sowas? Ja, ohne kompletten Verstand zu verlieren. Ich weiß es nicht. Das ist einfach das Schönste und Beste, was ich jemals in meinem Leben sehen durfte. Und es ist so unglaublich schön, dass ich mich am liebsten jetzt wochenlang in der Wolldecke einwickel und so tue, als würde ich wieder im Bauch meiner Mutter sein. So schön ist es. Ich würde sagen, machen wir einfach weiter. Thomas, bitte auf mich anzuschreiben. Ich bin hier gerade ein Video machen. Schauen wir mal hier. Noch 2 Wolldecke-Videos, wie auf den anderen Twitter, wenn dann gehen wir alle recht dann. Ah, okay, danke viel Spaß. Dankeschön dafür. Am besten reden wir demnächst Deutsch miteinander, Kollege. Thomas, hör auf mich anzuschreiben, Mann, ich bin gerade ein Video. Gut. Junges Fräulein, ich bin der Klempner, ich bin hier, um ein Rohr zu verlegen. Kleiner Lifehack von mir an der Stelle, meine Freunde, oder eine kleine Lebensweise. Wenn Frauen einen seltsamen grünen Rand um sich herum haben, geht davon aus... Thomas! Geht davon aus, dass diese Frauen auf jeden Fall nicht real sind und möglicherweise vielleicht, ja, nicht tatsächlich existent sind. Das war auf jeden Fall ein lustiger Clip, meine Freunde. Der Witz ist folgender. Der Typ hat einfach einen Raum genommen und dann bin ich da reingelaufen, da hat eine Frau reingeschnitten und dann habe ich Rohr verlegen gesagt und das ist Comedy Gold. Dann würde ich jetzt auch schon sagen, wir hören am liebsten auf, meine Freunde. Wir sind aber leider erst mal 5 Minuten. Deshalb machen wir auf jeden Fall weiter hier mit dieser Talfahrt und wir sagen einfach mal guten Tag an Kenai. Was geht hier ab? Oh, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild.
Also, wenn man genau hinsieht, meine Freunde, ist es sogar tatsächlich ein Schild, dass man hier hin urinieren darf. Wenn man sich mal zum Ende hin ganz genau ansieht, hier ist auf jeden Fall, in meinen Augen, auf jeden Fall eine Toilette zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, da kann man auf jeden Fall mal gut drauf pissen. Das passt auf jeden Fall an der Stelle. Danke dafür. Angie, schau mal, was du gemacht hast hier, ja? Guck mal. Was sind das für Bilder, Alter? Was sind das für Bilder, Junge? Die kommen ja straight up aus der Hölle, Alter. Was ist denn das? Wir können das schaffen. Aber wenn ich mir die so angucke, das können wir auf keinen Fall schaffen. Ja, wie gesagt, bei meiner Firma auch das Besondere, meine Freunde, wir haben alles Handwerker, die halt in der Luft schweben, vorwenden mit ihren Bildern. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, die bei unserer Firma absolut im Vordergrund steht, der Kundenservice und dass wir halt, wie gesagt, Mitarbeiter haben, die in der Lage sind zu schweben. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns so unglaublich erfolgreich gemacht hat. Ja, Fabi, was hast du denn für mich? Schauen wir doch mal ganz kurz. Entschuldige mich schon für das extrem unlustige Video. Das ist mein neues Auto. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild. Mann, Leute, ich habe manchmal das Gefühl, ich gebe euch doch komplette Szenen. Ich gebe euch kompletten Kontext. Ich gebe euch einen kompletten Dialog zwischen diesen Charakteren. Und das Einzige, was ihr benutzt, sind Sachen, wo ich irgendwo hinschaue oder hinpisse, Mann. Wie stumpf ist es denn? Was braucht ihr denn von mir? Braucht ihr ein Drehbuch und eine Anleitung, was ihr machen müsst? Danke dafür, Fabi. Es war super, wirklich. Korrekt, ja, piss doch einfach rein. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild. Ja, gut. Kann mich einfach nur an der Stelle wiederholen, Leute. Nutzt ihr die anderen Clips überhaupt oder habt ihr die vielleicht nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild. Muss ich diesen Clip jetzt noch sehen? Wie oft muss ich diesen Clip noch sehen? Wo ist da der Witz? Ich stehe auf einer Wiese und piss dahin. Warum sollte ich da nicht hinmachen dürfen? Auf einer Wiese darf man pissen. Wenn es nicht die Wiese von deinem Nachbarn ist und seine Frau sich gerade da am Sonnen ist, dann kann man da hinpissen. Ja, komm, nochmal. Oh, Entschuldigung, ich darf hier nicht hinpissen. Los, bin gespannt. Vorsichtig auf dem Gerüst, dass man hier nicht runterfällt. Werner, du musst hier noch die Sicherung anbringen. Aua! An der Stelle bin ich eigentlich echt froh, dass Sascha es nicht geschafft hat, heute rechtzeitig hier zu sein, meine Freunde, weil Sascha wäre auf jeden Fall jetzt schon längst aus dem Zimmer gegangen. Absolut belastend guter Content, wirklich. Kann man nicht anders sagen und es ist einfach noch so unendlich viel davon da. Hier ist der Schaden. Na, da kümmere ich mich drum. Was ist das? Was ist das? Was ist denn? Das ist doch nicht lustig, wenn ich auf... Es ist doch nicht witzig, wenn ich auf Gräber pinkel. Das ist doch nicht lustig. Was hey, ist das? Püppi, was? Hast du vielleicht Lust, dich mal mit mir zu treffen? Leute, warum? Bitte gebt euch doch Mühe, Alter. Ich gebe mir doch auch Mühe. Also eigentlich nicht, aber ich erwarte, dass sich jemand Mühe gibt auf meinem Kanal. Das müsst ihr sein, sonst wird's ja scheiße. Oh, das tut mir leid. Gut, es kann nur besser werden, es kann nur besser werden. Hier bitte nicht hinpinseln. Das tut mir okay. leid, ich wusste nicht, dass ich hier nicht hinmachen darf. Hier steht ja kein Schild. Och Mann, Leute, ich erwarte Blockbuster. Ich erwarte 1A Blockbuster und nicht Cyberlink Power Director. Leute, es geht hier um Quality Content, versteht ihr, meine Freunde? Ihr seid die Einzigen, die das Niveau auf meinem Kanal ansatzweise anheben können. Ich krieg das nicht hin. Ich bin zu schlecht dafür. Das ist eure Aufgabe, hierfür zu sorgen, dass ihr abends mit dem Lachen ins Bett geht auf meinem Kanal und dass ich Geld verdiene. Das ist eure Aufgabe. So funktioniert doch YouTube, oder? Nö. Hey, Püppi, hast du vielleicht Lust, dich mal mit mir zu treffen? Tatsächlich auch eine Sache, die mir im Disneyland passiert ist, meine Freunde. Danach wurde ich dann ins Castle gesperrt und musste da 12 Stunden aussitzen, weil ich versucht habe, Mickey Mouse anzumachen. Ja gut, tut mir leid an der Stelle. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich ihn nicht hinmachen darf. Danke, dass du den Hydranten zensiert hast, weil das könnte YouTube ja striken. Ich hab schon verstanden, das ist eine Anspielung auf mein genitales... Ja. Steht ja kein Schild. Ich bin hier, um meine Ruhe zu verlegen. Hier ist der Schaden. Na, da kümmere ich mich drum. Geht nicht zu, das Ding. Was ist das denn gewesen, Alter? Geht nicht zu, das Ding. Leute, machen wir es uns vielleicht einfach noch einfacher. Unterlegen keine Musik. Nehmt einfach nur die Sounds und legt Bilder drüber. Das reicht. Vorsichtig auf dem Gerüst, dass man hier nicht runterfällt. Werner, du musst hier noch die Sicherung anbringen. Aua! Das Motto von meiner Firma lautet ja, wir können das schaffen. Aber wenn ich mir sie so angucke, das können wir auf keinen Fall schaffen. Ach, wenigstens durfte ich einmal lächeln in dieser Folge. Immerhin. Es geht voran, meine Freunde. Es geht voran. Es geht auf jeden Fall weiter. Akrox, Digga. Schauen wir mal, Mensch. Das kann ja nur geil werden, oder? Hier. Ah, ein Video, wo ich nicht hinpinkeln darf. Das ist ja lustig.
Hier, ah, hier, das bin ich. Danke, überspringen wir einfach direkt. Alman Redi und Twitter nochmal an der Stelle, Leute. Absolut qualitätsmäßig. Vorsichtig auf dem Gerüst, dass man hier nicht runter... Thomas, das ist der gleiche Clip nochmal. Warum, alter Mann? Okay, Show-Ex, Digga. Rette es. Rette es. Wie schon wieder ein Katja-Video, oder? Klar, da kümmere ich mich drum. Leute, das war's von diesem Video. Ich werde wieder neue Memes nächste Woche machen und dann erwarte ich wirklich, dass die J.J. Abrams, Steven Spielberg, Thomas und alle Top-Hollywood-Regisseure persönlich zusammen hinsetzen und hier ein Meisterwerk erstellen für mich. Das habe ich doch verdient, oder? Oder? Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Danke an Inscope und Sascha. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Leute, ihr seid echt die Besten. Vielen Dank an die 35 Minuten Verspätung bis dato. Ich denke mal, ich werde hier noch 2 Stunden sitzen, bis die anderen beiden kommen. Das passt auf jeden Fall. In diesem Sinne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut gerne jetzt in meinen Livestream. Ich bin ab 18 Uhr live und es reicht an der Stelle einfach wirklich. Auf Wiedersehen. Tschüss.